Während der katholische Teil Deutschlands heute von Leichnam feiert, heißt es an der Wall Street, die tägliche Rotation gibt uns heute. Also die Rotation rein in Tag, raus aus dem Nebenwerteindex Russell, dann wieder rein in den Russell, dann wieder raus aus dem Nasdaq. Also das ist schon eine manische Euphorie, die wir da sehen. Letzten Freitag, als die US-Arbeitsmarktdaten stärker waren als erwartet, da hat man gesagt, wow, wir kaufen diese Nebenwerte, wir kaufen die US-Regional Banken, weil wir haben doch ein Soft Landing in der Wirtschaft, das sehen wir doch an diesem starken Arbeitsmarkt. Dann am Montag, also der Wochenbeginn, sahen wir das Gegenteil wieder, Nasdaq stark, Russell schwächer, dann Dienstag und gestern am gestrigen Mittwoch Russell mit einer wahnsinnigen Rallye, Nasdaq gestern mit Abverkauf, heute wieder der Nasdaq stark, der Russell dagegen wird abverkauft, weil wir wieder Daten vom Arbeitsmarkt bekommen haben und die waren nicht gut, dementsprechend ist das eine wilde Rotiererei da rein, am nächsten Tag da wieder raus, es ist einfach nur noch irre, könnte man sagen, schauen wir uns mal das Ganze an. Wir sehen den Nasdaq 100, der gestern 1,8% verloren hat, heute über 1% im Minus und über 1% im Minus auch der Russell 2000, heute Werte wie Microsoft, Google, Nvidia, Apple, vor allem Amazon und vor allem Tesla heute wieder im Plus, während eben die Regionalbanken im Minus sind, der Regionalbankenindex über 2% im Minus, auffallend auch der VIX bei 13,73, also praktisch noch weiter runter, 1,5% geht es da weiter nach unten. Und hier sehen wir, was diesen massiven Anstieg gestern und vorgestern des Russell ausgelöst hat. Und das dürfte ähnlich gelten auch heute für den Nasdaq, nämlich Optionen. Wir hatten ein massives Call-Volumen an Optionen. Man hat so das Gefühl, das sind so ist so eine übertriebene Manie, die hier stattfindet, die ja praktisch kaum mehr erklärbar ist. Dieses Rein-Raus, das ist wirklich schon etwas seltsam. Und hier, das bringt den gestrigen Tag auf den Punkt, nicht den heutigen. Aber gestern ist alles gefallen, was zuvor super gelaufen war. Und alles super gelaufen, was zuvor gefallen war. Und das wiederholt sich vielleicht in den nächsten Tagen. Heute der Auslöser, wie schon gesagt, die Arbeitsmarktdaten, nämlich die Initial Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit dem höchsten Wert 261.000 seit Oktober. Bums der Nasdaq nach oben, weil der sich sagt, na, ist doch schick, wird die Fed vielleicht doch die Zinsen nicht so stark anheben, während die Value-Werte, die sozusagen im Russell versammelt sind oder auch im Dow Jones, eher am Boden der wirtschaftlichen Realität sind. Das ist die Denke. Man verkennt dabei, dass auch die Tech-Werte natürlich leiden, wenn wir eine harte Landung der Wirtschaft sehen. Das ist vielleicht die ganz, ganz große Illusion an dieser Tech-Euphorie, die wir derzeit sehen. Und was für die Fed vor allem ein Problem ist, wir haben jetzt neue Daten zur Konsum, zur Kreditvergabe in den USA gesehen. Kreditkartenschulden steigen massiv. Das heißt, die Leute, die leben weiter auf Pump, die geben Geld aus und wenn sie es nicht haben, dann leihen sie sich's eben. Das ist aber das große Problem für die Fed. Wie willst du die Nachfrage runterkriegen, wenn du eben permanent neues Geld im System hast, das zwar auf Pump ist, zu 20% durchschnittlichen Kreditkartenzinsen, aber sei es drum. Und das genau ist das Problem, warum die Inflation nicht runtergeht. Und eigentlich müsste die Fed jetzt dazwischen hauen und sagen, Leute, es reicht langsam, denn das, was wir hier sehen mit dieser Party letztendlich, die hohen Zinsen wirken nicht, weil auf Konsum gepumpt wird, auf Pump konsumiert wird, so muss es heißen, und eben auch die Party am Aktienmarkt Nachfrage erzeugt, die Depots wachsen, dadurch sind die Leute auf dem Papier reicher, dann gönnt man sich mehr, also das erzeugt Nachfrage, Inflation ist das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und eben Angebot. Und hier sehen wir nochmal, das Resultat ist, dass Aktien in Relation zu den Zinsen eigentlich zu teuer sind, gemessen hier etwa mal an den Forward Earnings des S&P 500 und der Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen. Also das ist alles sehr, sehr teuer. Der Nasdaq weiter überspannt. Gestern ja diese scharfe Korrektur wahrscheinlich durch Prozesse am Optionsmarkt auch mitbedingt. Aber hier sehen wir, wie etwa die Überkauftheit MACD maßgeblich nochmal gestiegen, auch heute wieder. Also wirklich bis zum Anschlag ist man da dabei. Und die Privatinvestoren in den USA, die ja monatelang eigentlich extrem skeptisch waren, sind jetzt komplett ins Bullenlager gewechselt. Anteil der Bullen 44,5%, höchster Wert seit genau einem Jahr.
Anteil der Bären nur noch 24,3%, niedrigster Wert seit genau einem Jahr. Hier sehen wir das nochmal in der Grafik dieser AAII-Umfrage. Hier sehen wir, da kamen wir eigentlich nur ganz selten mal bei den Bullen über einen Anteil von 30% raus. Jetzt dieser riesige Sprung, das habe ich selten gesehen, dass das so ein richtig fetter Sprung ist. Die Bären von 36,8 auf 24,3 im Vergleich zur Vorwoche und die Bullen von 29,1 auf 44,5. Warum? Weil die Privatinvestoren jetzt von diesem künstlichen Intelligenz-Hype offenkundig angesteckt wurden. Und das, obwohl zum Beispiel dieses Jahr so Wunderdinge erwartende neue Apple-Produkt, Apple Vision. Jetzt hat Apple mal stillschweigend praktisch die Prognosen runtergenommen, wie viel man davon verkaufen will. Jenes Gerät, das ja $3.500 kostet. Erst hat man gesagt, okay, wir könnten 1 Million davon verkaufen. Dann hat man es runtergenommen auf 300.000. Jetzt sind wir bei 150.000. Aber es hat gereicht, um die Apple-Aktie auf ein Allzeithoch zu bringen. Und Kolanovic, der immer bärisch war gegenüber der Rallye und vor allem auch gegenüber Tech, wird jetzt plötzlich eher positiv. Zero Hedge hat sarkastisch immer wieder gesagt, die Rallye endet erst, wenn Kolanovic dann bullish wird, und das scheint jetzt der Fall zu sein. Aber das große Risiko, das haben wir durch die Zinsanhebungen, überraschenden Zinsanhebungen gesehen, der Bank of Canada und der australischen Notenbank, ist, dass die Notenbanken eben sagen, wie gestern die Bank of Canada, wir haben zu viel Nachfrage, exzessive Nachfrage, die müssen wir runterbringen. Also müssen wir mit den Zinsen weiter rauf, nicht runter. Eigentlich basiert aber die Rallye auf absehbar sinkenden Zinsen. Und ein wichtiger Punkt ist eben jetzt dieses Thema Liquidität. Hier sehen wir, dass jetzt etwa 1 Billion Dollar mal eben bald aus den Märkten gezogen wird, beziehungsweise wir eine Liquiditätskonkurrenz haben, weil irgendwer muss diese Anleihen kaufen, die jetzt auf den Markt geworfen werden, damit Janet Yellen wieder Geld ausgeben kann. Wir sehen rechts in dieser Grafik, dass das Aktien nicht gut tut, allerdings oft mit einer gewissen Verzögerung. Also diese Liquiditätsabsaugung, die da wartet, die könnte mit Verzögerung erst wirksam werden. Aber insgesamt ist eben die Frage, woher kommt dieses Geld? Wird es aus den Bankreserven genommen? Das wäre negativ für die Aktienmärkte. Ich zeige gleich warum. Oder wird es aus dem Repo-Markt, Reverse-Repo-Markt genommen, dort derzeit der Zinssatz 5,05, und da müsste man mehr bieten an Zinsen, um sozusagen diesen Markt anzuzapfen. Das ist derzeit aber nicht absehbar und dementsprechend ist zu erwarten, dass das Ganze aus den Bankreserven kommt. Und jetzt gucken wir uns mal den Chart hier an, den Chartvergleich zwischen den Bankreserven und dem Nasdaq 100. Das läuft relativ parallel, das heißt Liquidität. Wenn Liquidität da ist, dann lieben es Investoren, Tech zu kaufen. Wenn sie schwindet, dann tendieren sie dazu, Tech zu verkaufen. Und hier macht die JP Morgan Gedanken, naja, was wird das bedeuten, wenn wir hier mal eben 1 Billion an neuen Schulden haben? Das muss ja irgendwer kaufen, aber wahrscheinlich werden dann die Renditen steigen, weil die Investoren sich sagen, naja, aber ich will dann schon irgendwie wenigstens einen Inflationsausgleich haben. Also das dürfte noch ein riesiges Thema werden. Und nächste Woche ist dann wahrscheinlich das richtige Thema. Erstens Dienstag die Inflationsdaten aus den USA. Wir haben am Mittwoch dann die Fed-Entscheidung vor allem. Wir haben am Freitag den großen Verfall. Auch das wird ein riesiges Ding werden. Und wir haben am Donnerstag die EZB-Sitzung, dazu noch Erzeugerpreise aus den USA, Uni Michigan und so weiter und so fort. Und dann vor allem auch die Emission von US-Staatsanleihen. Wenn wir jetzt das Terrain wechseln und mal Richtung China schauen, dann sehen wir, die chinesischen Tech-Werte, die laufen richtig schlecht. Der Chinex, der chinesische Tech-Index, fällt jetzt auf ein neues Jahrestief. Vor allem Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien, Batteriefirmen etc., die sind sehr, sehr schwach. Die Outperformance des Nasdaq 100 gegenüber dem sogenannten chinesischen Nasdaq ist schon absolut. Und hier sehen wir die Eurozone und die Realität. Lagarde hatte noch nicht allzu lange her gesagt, nein, nein, wir erwarten keine Rezession. Kein einziges Land wird in eine Rezession fallen. Sieh da, wir sind jetzt aber offiziell in einer Rezession. Zwar
nicht deutlich. Wir sind jetzt geschrumpft um 0,1%, wie schon im Vorquartal, aber technisch ist das eine Rezession. Und diese Rezession kommt vorwiegend auch aus Deutschland, das werden wir gleich noch sehen, aber die ist auch bedingt durch eine, wie soll man sagen, systematische Wertevernichtung, indem man eben die Immobilienpreise, gerade für Bestandsimmobilien, die nicht sehr energieeffizient sind, faktisch nach unten prügelt, damit eine Art Wohlstandsverlust in Kauf nimmt, mit dem abstrakten Ziel, wie Daniel Stelter hier sagt, der Klimarettung. Aber wenn ich das Klima retten will, dann sollte ich am besten nicht die Kohlekraftwerke so massiv rauffahren, wie es derzeit ja passiert. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig mit einer Klimapolitik, die so eine Art DDR 2.0 ist, wie Stelter hier durchaus polemisch formuliert. Und es wird jetzt bald ja eine große Demo geben, zu der auch Monika Gruber, die Kabarettistin, aufgerufen hat, die bayerische Kabarettistin, nicht wahr, die gesagt hat, das, was jetzt von Habeck und der Ampelkoalition gefordert wird, läuft zum Teil auf die Zerstörung von Wohlstand, Wohneigentum und Existenzgrundlagen hinaus, die niemandem nützt, übrigens auch der Umwelt nicht. Das ist doch genau das große Problem. Es ist ein abstraktes ideologisches Ziel, und wie ideologisch und abstrakt es dann in der Realität aber wirklich aussieht, das sehen wir eben mit dieser ganzen Geschichte, dass wir jetzt Kohle, Steinkohle aus Kolumbien massig importieren und dort in Kolumbien das zur Zerstörung von Lebensgrundlagen führt. Indigene haben riesige Probleme, die Umwelt wird dort zerstört, aber das ist ja nicht unser Problem, wenn es nicht hier passiert, sagt sich vor allem die Grüne Fraktion innerhalb der Regierung. Das ist genauso wie mit der Atomkraft. Wenn es nicht hier ist, dann nehmen wir sie aus Frankreich, nehmen wir den Atomstrom und das schmutzige Fracking-Gas aus den USA, Schwerdieseltransport über tausende Kilometer, die verschließen nicht mal die Bohrlöcher, Methan tritt aus. Das nehmen wir, aber Fracking hier bei uns in Deutschland auf gar keinen Fall. Es ist also wirklich in einer Weise verlogen, die einen nur noch den Kopf schütteln lassen kann. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Hinweise. Hohe Zinsen, Konsum auf Party, ich hatte das kurz schon gezeigt. Mal hier nochmal die Zusammenhänge kompakt und bildlich zusammengefasst. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Europa ist offiziell in einer Rezession und hier in der Mitte sehen Sie Deutschland. Das ist eins der sieben Länder, das in der Rezession ist und die ganze Geschichte ein bisschen mit nach unten zieht. Sehr viele Hintergrundinformationen zur wirtschaftlichen Lage, also diese beiden Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.